Tür da. So, wo gehen wir nur hin? Strand. Ungeschminkt gehen wir nun an den Strand. Na? Ja. Ne? Strand? Guckst du so ein Eichhörnchen? Filmst du? Guckst du ein Eichhörnchen? Ich wollte das denn filmen. So, hier kommt man raus aus dem Zimmer. Und dann kann man hier so nach unten gucken. In die Lobby. So. Ist das der Puff hier? Das ist der Zockpuff. Da war ein Fernseher. Ein Billardtisch. Dart. Ein Kicker. So, man läuft ja ganz normal über den Bürgersteig und dann kommt auf einmal ein Berg aus Stein. Das sind überhaupt gar keine Gefahren, auch die nicht. Überhaupt nicht, ne? Da kommt die Bimmelbahn, mit der ich fahre. Da kommt die Bimmelbahn. Aber jetzt kannst du nicht mehr mitfahren. So, was ist das für ein Bürgersteig? Mit dem Fahrrad kannst du hier nicht fahren. Nee. Ich glaube, hier gibt es auch keine Fahrräder. Ich habe hier noch nie ein Fahrrad gesehen. Die haben hier alle ausrangierte deutsche Autos. Ausrangierte deutsche Busse. Und das Schild heißt, Achtung, wenn du die Klappe öffnest, fällst du runter. Diese wunderschönen Schrottautos, die man eigentlich in Deutschland wegwerfen würde, das sind alles Mietwagen. Dann kommt was Normales. Und dann kommt der Supermietwagen. Ich meine, die Fensterscheibe besteht aus einem Stück Pappe, was man da so zwischengeklemmt hat. Aber der TÜV nimmt das hier so ab, das ist gar kein Problem. Die Scheinwerfer sind auch cool. Das sind einfach zwei Flaschenböden mit einer Schraube. Also der TÜV nimmt das hier ab, eindeutig. Kette im Weg. Da vorne wird der Bürgersteig schön, siehst du das? Oh ja. So, das ist mal ein geiler Bürgersteig. Dann kannst du dir auch suchen, wo du hintrittst. Nee, die Platten konnte jemand für sein Hotel gebrauchen. Der braucht ein bisschen Umrandung für sein Pool. Das darf man hier so. Oh, das ist der Bürgersteig. Oh, warte. Nicht mehr. Achtung, Fuß. Oh ja. Bremsen bei allen so, dass man sie früh genug hört. Aldo, die hat keine Is mehr im Angebot. Aber Subway gibt es ja in jeder Ecke. Subway ist original. Auch an jeder Ecke. Aber Is hatten sie nicht mehr. Nee, Is waren auch. Macht ja nichts. Kann man ja auch einfach Aldo nennen. Macht ja nichts. Die heißen ja alle Aldo. Aber Lidl haben wir gesehen und Kaufland haben wir gesehen und noch etwas. Und ein Espresso-Automat in der Straße.
Also ich wollte noch eben einen Duna-Burger. Duna und Burger. Duna? Ein Duna. Ich frage mich, was Minwasser ist. Was? Minwater. Minimalwasser. Kostet auf jeden Fall 1,50 €. Ohne Kohlensäure vielleicht? Nee, Mineralwasser. Mineral Water. Ach so. Table Water. Sitzen wir in der Bimmelbahn. Kilometer bis zum Strand. Wir sind so faul, ist ja klar. Ist nicht mal ein Kilometer. Sind eigentlich nur 400 Meter, wenn wir mit durchlaufen. Aber das geht hier so bergauf und bergab. Und die Strecke jetzt länger. Das Lustige ist, die haben keine Tickets für 2014. 2010 hat es 1 Lever gekostet, 2012 3 Lever und wir haben jetzt eins von 2010 und eins von 2014 gekriegt. Nee, von 2013, weil es dann zusammen 4 Lever sind. So macht man das hier. Gegenverkehr. Da lässt du dich nicht von abbringen. Ja, aber nur wenn er hinten winkt. Dafür sind die Winker da. Ja. Nein, der Winker, nicht der Blinker. Wenn man da reingeht. Aber ja, eine Scannerkasse. Mhm. Das ist wieder unser Auto, das durch den TÜV so gut kommt. So, einmal Salat mit alles. So, ich habe es auch endlich mal geschafft, mein Salätchen. Dann, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, das ist irgendwie Hackfleisch. Warte mal, ich zoome das mal ran. Da ist so ein bisschen Feta mit dran. Das Hackfleisch ist Hackfleisch mit so einem Kohlblatt. Chivapchichi, Tomate mit Reis, Wedges, dann so eine Hühnchenkeule, keine Ahnung, und Kartoffeln. Gebackener Käse. Oh ja, und den habe ich noch. Den wollte ich unbedingt noch probieren. Moment. Da. Da haben so ein ganz paar Leute was weggenommen. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Mal gucken. So, guten Appetit, Leute. Das war echt ein Kampf, bis ich mein Essen hatte. Aber jetzt höre ich auch auf, denn jetzt habe ich Hunger. Ja. Guten Appetit. Passen mir leider alle nicht. Habe ich alle ausprobiert, bis auf den... Stimmt, den Orangen und den Gelben habe ich noch nicht ausprobiert, ob die groß genug sind. Gefakte Beats bei Dr. Dre.
gibt es hier irgendwie für 10 Euro an jedem Straßenrand. Aber man kann mit den Dingern richtig abgehen. Allerdings würde ich zu gerne wissen, was er denn so hört. Blue System. Musst du mal mit drauf. An der Kopf tust du so, als ob du nicht. Dankeschön. Danke. Hallo liebe Leute, geht's alle gut? So, willkommen liebe Gäste zu unserer Safari-Reise heute. Dieser Punkt, wo wir uns treffen, heißt Naturschutzgebiet Goldstrand. Das existierte Naturschutzgebiet seit 1943. 10 Jahre später ist die erste Hotel eingebaut und dieser wunderschöne Komplex hat den gleichen Namen, Goldstrand für die Naturschutzgebiet. Und auf der anderen Seite ist die ganze nördliche Schwarzmeerküste, geradeaus, wo die weißen Felsen sind, die Stadt Bauchik. Nachher kommt ein Dorf, heißt Bolgarevo, sehr berühmt. Dort sind sehr viele Bürgerkräfte eingebaut. In diese Richtung, man sieht jetzt nicht, weil große Nebel kommt von Sonne. In diese Richtung ist nördlich von Bulgarien, Kap Kaliakra. Natürlich, wir genießen diesen Ausblick ganzen Nachmittag, weil wir fahren nach Salbauchik später und wir segeln ins Schwarze Meer in der Nähe von dieser wunderschönen Schwarzmeerküste. Unser Programm heute kommt hier, wir fahren durch das Naturschutzgebiet, Geländefahrt, kann die ganze Fahrt genießen. Natur, Schlammbad, Krokodile, Rückenmassage auf Steine. Doch, im Schlamm unten sind versteckt. Ja, kann man vielleicht treffen etwas, ne? Da ist was zum Essen, sag ich mir gleich. Ja, sondern wir verhungern. Ja, aber es ist Naturschutz. Naja, gut. Ja, kannst du schon essen. Also wir fahren durch die Bombenlocher, wir fliegen manchmal. Ist alles sehr interessant. Nach der Geländefahrt, wir fahren direkt zum Stadt Bauchik. Dort für uns war ein Segelschiff. Wir segeln im Schwarzen Meer ungefähr eine Stunde und etwas. Wenn wir zurückkommen, gibt es noch eine kleine Stunde Geländefahrt. Wir schießen mit Luftgewehr und am Ende wir besuchen ein traditionelles bulgarisches Haus, wo sie kosten auch Rakia. Sie sehen, wie wir produzieren diese Getränke. Gibt eine kleine Brennerei. Unser Gastgeber produziert Dudelsäcke. Er spielt auch im Dudelsack. Und es gibt auch Volksprogramm für sie. Wird sehr, sehr interessant. Mit uns heute kommt auch unser Kollege Dima, heißt unser Kameramann. Dima. Er macht einen Film. Wir vorstellen, wie das aussieht später im Restaurant. Das Film kommt live von CNN heute Abend, nach den Hauptnachrichten. Okay, wunderbar. Das hier ist eine bulgarische Hauptstraße.
Hauptstraße. Hauptstraße, das ist noch keine Autobahn. Hey! Oh! Was ist denn, wenn wir lachen, dann kommt der. Der soll uns einfach nur ablenken. Wir sollten zwischendurch mal durchzählen, ob noch alle da sind. Ja, da kommt mehr. Da hat er sich gerade beschwert, dass das nicht schnell genug war? Wir sollen nochmal zurück. Da hängt ein Arsch durchs Dach. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Das ist hier mal besser. Oh dafür wird er bezahlt. Alter. Hey! Buddy! Wo ist der Wodka? Sollen wir nochmal schreiben? Da hilft der Gurt auch nix. Was war das? Also jetzt hab ich so lang gestockt. Zeig's mal früher. Alles gesund. Alles gesund. So, alle Mann raus. Ich glaube, er kriegt einen Gang nicht rein. So, jetzt, ich würde ein bisschen weiter weggehen. Der wird jetzt angeschoben. Brennnesseln, Dorn, Klapperschlangen. Nee, die waren da unten. Von Wandern stand da nix. So ein Dreck. Oh, ich glaube, die ist böse. Lass mal schneller laufen. Die Toilette ist da drüben. Gegen den Wind.